Von nun an gibt es mal wieder den Nonnern und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mit dabei ist natürlich auch der Enderman. Hi. Mit dabei ist nämlich der Malinois. Cool. Hallo, mit Alter. Hi. Wie nice sieht das denn aus? Ist Minecraft auch am Start hier bei Minecraft. Blockbuster. Genau, Leute, wir sind wieder zurück bei Minecraft Blockbuster. Jeden Tag um 16 Uhr von Montag bis Samstag gibt es hier natürlich die Folgen auf unseren Kanälen. Und wir... Oh mein Gott. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben bei Mali. Und zwar haben wir da nämlich, oder Herr hat ein bisschen so über die Fahrschule geredet und so. Und dann wollte ich gerade die nächste Folge aufnehmen. Hatten wir auch schon so 10 Minuten ungefähr aufgenommen. Und dann ist mein PC irgendwie hängen geblieben oder irgendwie ist der eingefroren oder irgendwas. Also meine Aufnahme war dann halt kaputt quasi. Und ich konnte nichts mehr daran ändern. Und deswegen geht es hier einfach weiter. Ich habe dann ein paar Sachen noch gefahren und so weiter. Seht ihr hier schon, Black Iron Ore. So ein paar Sachen schon gemacht, also, aber auch nicht viel. Hier habe ich im Glas ein bisschen weiter gemacht, im Glasboden. Genau. Wir wollten auf jeden Fall, was wir in der Folge noch machen wollten, ist eine Pandora's Box zu öffnen. Gut, dass wir die nicht geöffnet haben, damit wir das jetzt hier in der richtigen, ich hoffe natürlich jetzt klappt es, dass wir das in der richtigen Aufnahme machen können. Ich habe hier so ein bisschen währenddessen an dem Kistensystem gearbeitet, also ein paar Kisten hier gemacht, so damit wir auch mal langsame Ordnung reinbekommen, weil wenn wir das später oder wenn wir das halt jetzt nicht machen, dann haben wir später halt noch mehr Chaos. Achtung! Und ja. Oh Gott. Mann, aber vor allem eben, hier Leute. Hier ist ein Kameramann. Renn weg. war ich hier so in den Kisten, hab so freundlich sortiert, hab nichts getan, hab alle in Ruhe gelassen, ne? Okay. Und dann kommt auf einmal hinter mir ein Creeper. Ich höre nur so, das war in der Vorbereitung, wo Nunan gerade hier Minecraft gestartet hat und so. Und ich hier schon auf dem Server war, oder ich war die ganze Zeit auf dem Server. Da kommt er von hinten Creeper und erschreckt mich. Alter, ich hab mich richtig erschrocken. Ach so, zum Glück ist keine Kiste dabei draufgegangen. Alter, das wäre echt, es wäre echt nicht feierlich gewesen, aber in der letzten Folge hat auf jeden Fall der Mali so ein bisschen von seiner Fahrschule erzählt, so, was bei ihm so geht oder was halt seinen Fahrschullehrer immer so für lustige Geschichten erzählt und so. Also wenn ihr jetzt öfters wollt, dass ihr auch mal so Geschichten hier erzählen bei Minecraft Blockbuster nebenbei irgendwie am Haus weiterarbeiten oder so, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare oder ihr könnt auch mal Themen reinschreiben, die wir irgendwie bereden sollen in den nächsten Folgen, weil ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, so ein bisschen über Themen zu reden, so ein bisschen die Meinung auszutauschen mit Malinois Minecraft und so weiter auf jeden Fall. Hast du ein Thema für heute? Oder heute kein Thema? Eine Sekunde. Ich wollte auf jeden Fall jetzt noch die Landschaft ein bisschen erkunden. Das habe ich zwar jetzt schon in den letzten, also in der 10 Minuten Fail-Aufnahme gemacht, aber da wollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterfliegen in die Richtung, weil wir haben ja die Fledermaus hier als Morph. Und wir haben auch so ein bisschen über die Handwerker geredet, die hier bei mir waren, weil bei mir sind gerade so Handwerker. Vielleicht hört ihr die im Hintergrund, ich weiß es nicht genau, weil mein Mikrofon ist halt so ein bisschen schalldicht, sag ich mal. Also da kommt halt nicht jeder Schall quasi rein, der reinkommt. Was? Also der ist halt ein bisschen, hört man halt nicht alles. Und das sind halt ein paar Handwerker hier bei mir, weil bei uns war so ein Wasserrohrbruch und so. Also deswegen geht es halt nicht gut klar. Oh shit. Oh, das ist natürlich nicht ganz so geil. Deswegen ist es natürlich nicht ganz so geil. Oh mein Gott, hier ist ein Skelett. Ich muss hoch. Ich muss hoch, Leute. Ich muss hoch. Und deswegen wird unser ganzes Bad hier halt rausgerissen. Die ganze Dusche, die ganze Badewanne und so. Und deswegen ist es natürlich nicht fresh auf jeden Fall. Und deswegen wurde ich heute auch aufgeweckt. Aber dann habe ich mir gedacht, da können wir doch direkt Minecraft Blockbuster aufnehmen. Habe ich mir dann einfach so gesagt. Und deswegen lief die Sache auf jeden Fall. Okay, ich gehe jetzt mal wieder hier in so Höhlen rein. Ich habe einen Energon-Kristall wieder gefunden. Ja, das davon haben wir auf jeden Fall schon ein paar. Das ist schon mal gut. Weil wir haben jetzt auch ein bisschen so gefarmt. Also wir wollen natürlich auch in der nächsten Zeit so ein bisschen farmen. Also dass wir mehr Ressourcen bekommen und so weiter. Weil es ist natürlich klar, dass man in Minecraft Blockbuster nicht nur Dungeons machen kann und so, sondern... Wir müssen uns natürlich auch vorbereiten. Wir wollen das Projekt natürlich auch ein bisschen erweitern. Also wir haben ja gesagt, dass das Haus auch so ein kleiner Rückzugspunkt werden soll. Und es halt auch richtig geil werden soll, das Haus. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch vorbereiten für weitere Dungeons, weil es gibt noch viele Dungeons hier in Minecraft Blockbuster und auch echt viele Bosse noch. Wir wollen ja auch in den Nether bald und dies, das. Genau, also wir müssen, das unser Ziel ist halt, das wäre gut, wenn wir jetzt irgendwie Diamanten oder sowas finden würden. Denn unser Ziel ist halt als nächstes diesen einen Boss, den wir nicht geschafft haben, weil der am Anfang natürlich viel zu stark war für uns, den halt bald zu machen, weil wenn wir den besiegt haben, dann haben wir erstmal unsere ersten Sachen wieder, weil da ist noch eine Kiste, die uns gehört. Die müssen wir auf jeden Fall wieder zurückholen. Genau. Nee, auch eine normale Kiste habe ich da gemacht. Ach so.
Und da ist dann auch direkt das Meta-Portal. Also wenn wir den besiegt haben, dann haben wir auf jeden Fall zwei richtig, richtig gute Sachen. So. Dann stimmt es natürlich auf jeden Fall, weil in der Neta wollen wir, da wollen wir auf jeden Fall Quarz holen für unser Haus. Und natürlich gibt es auch noch andere Erze und auch noch Mobs und so weiter. Also das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich fliege jetzt mal so ein bisschen weiter. Haus. Ich wollte auch, was wir eben auch noch besprochen haben, ich wollte den Boden schon mal hier so ein bisschen ausheben, damit wir hier langsam richtig Struktur reinbekommen. Genau, also die Landschaft, das haben wir natürlich 1000 Mal gesagt, ist so richtig, richtig nice, Leute. Die ist richtig episch einfach. Ich sag auch mal, das Haus so, wir haben bisher in den Blockbuster-Staffeln noch kein Haus gebaut so richtig, ne? Ja. Ja, also, genau. Weil die halt immer nicht nur damit 20 Folgen lang waren, die Staffeln. Also diese Folge, haben wir ja schon gesagt, soll halt etwas oder soll halt echt länger werden, so. Also 100 Folgen. Mindestens 100 Folgen nicht, ist unser Ziel. Genau, 100 Folgen, dann wären wir am 6. April. Also ich weiß nicht, ob wir es jetzt versprechen sollen, aber dieses Projekt von mir aus, also ich würde es auf jeden Fall versprechen, geht bis zum 6. April mindestens. Da wäre nämlich die 100. Folge. So. Also das wäre auf jeden Fall unser Ziel, so lange das Projekt zu machen. Das wäre richtig, richtig nice, wenn das Projekt so lange geht. Weil es kommen ja 6 Folgen pro Woche kommen ja 6 Folgen. Und deswegen ist es natürlich, bis dahin ist es dann zu Ende wahrscheinlich. Oder wird vielleicht noch weitergehen. Also es hängt natürlich von euch ab. 100 Folgen. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf 100 Folgen. Aber es hängt, wie der Nunan schon sagt, natürlich auch von euch ab. Wenn ihr nach 100 Folgen auch noch Bock habt, dann können wir vielleicht danach noch 100 Folgen machen. Also wenn ihr immer so ein Like da lasst oder irgend sowas, immer so ein nettes Feedback in die Kommentare schreibt. Wenn ihr zeigt, dass ihr es sehen wollt. Genau, das zeigt uns natürlich, dass ihr das wollt. Weil wenn ihr halt nichts macht, halt das nicht anklickt oder irgendwie das nicht liked oder in die Kommentare schreibt, dann denken wir halt, ja, okay, es kommt eh nicht gut an. Und dann lassen wir es halt irgendwann so. Aber das wollen wir ja nicht. Deswegen macht es einfach mal, zeigt uns, dass ihr das wollt, das Projekt. Okay. Aber hier ist jetzt noch ein Sumpf. Ist auf jeden Fall gut so. Ein Sumpfeldi. Okay, aber ich komme jetzt mal zurück auch auf jeden Fall direkt. Okay, ja, weil ich bin hier schon direkt dabei. Ja. Ganz viele Sachen zu. Okay, der Mali macht ganz viele Sachen. Ist auf jeden Fall klar. Aber wir kommen langsam voran mit dem Haus. Hätte ich echt nicht gedacht so. Ja, genau. Wir wollen das Ganze... Warte, ich TP mich mal zu dir. Ich darf das, oder? Ja, TP'n. Ich würde sagen TP'n. Nacht, wenn wir gerade nicht am Start sind. Und Regen ausmachen. Das würden wir halt, wenn wir normal privat... Es soll halt so aufgebaut sein. Ja. Das haben wir ja schon gesagt. Dass wir so machen... Wie wenn wir privat spielen würden, genau, wie wenn wir einfach nur Minecraft spielen würden und in echt, da würden wir uns auch einfach TP'n, anstatt wieder 5 Minuten rumzufliegen, ist glaube ich einfach im Endeffekt besser für alle, so. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn man halt dann wirklich die ganze Zeit rumfliegt und so weiter, deswegen ist es natürlich eine etwas, deswegen ist es natürlich nicht so cool, wenn man dann wirklich so langweilig die ganze Zeit rumfliegen muss, zurückfliegen muss oder irgendwas suchen muss oder irgend sowas, dann ist es natürlich besser, wenn man dann kurz sich TP'd oder so und wir wollten auch in der Folge, die jetzt nicht aufgenommen wurde, leider, wollten wir das erste Mal im Bett schlafen, so. Das haben wir nicht gemacht. Ich habe jetzt ein Bett, genau. Wollen wir das direkt hier machen? Wollen wir das Risiko eingehen? Ja, okay, komm. Wir sind auch gar nicht geschützt, aber wir wollen hier direkt mal hier. Weil ich hole noch kurz die Kisten hier mit, weil das muss auf jeden Fall sein. Ja, genau. Okay, es dauert echt lange, dann nehme ich nur eine Kiste mit. Kein Bock auf zwei jetzt. Okay, so. Okay, Leute, ich schlafe jetzt mit dem Bett. Endlich mal schlafe ich mit dem Bett in einem Bett mit dem Malinois. Endlich mal. Endlich. Oh, in einem Bett? Ich hab ein eigenes. Oh Gott! Ein Skelett der Überhöhle! Oh oh, Infernal Mobs. Es macht mich Wither-Effekt. Oh mein Gott. Ich hab ein Herz. Es macht mich Wither-Effekt. Zitat, Luna. Okay, komm. Stell das Bett hin. Achso, wir haben ja nur ein Bett. Warte. Machen wir kurz ein zweites. Ich hab die Wolle nämlich hier irgendwo drin. Die Wolle! Ah, da ist er ja. So, und noch Holz. Haben wir Holz? Haben wir Holz? Haben wir Holz? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Wo ist das Holz? Mal neues. Das Holz ist schon in der Holzkiste. Hier ist es ja alles. In der Holzkiste. Wo denn so, sonst? Wir müssen aber ein paar packen. Okay. So, dann mache ich mir mal ein feines. Oh, dann mache ich mir mal ein feines Bett, würde ich sagen. Ein ganz gediegenes. Okay, Malinois. Wo wollen wir unser Schlafzimmer machen? Hier. Ich sage so ein Himmelbett. Irgendwo hier oben drauf, hier oben, komm mal hier hin. Oder. Hier oben. Gegenüber. Da, gegenüber würde ich sagen, oder? Hier! Ja. Hier so in der Luft, so halber. Ja. Dann baue ich das mal hier ab. Okay, hier oben ist unser Schlafplatz, würde ich sagen. Okay. Oh Gott! Oh Gott, schreit der Blitz. Ich hab mich gerade gemorfen und bin runtergefallen. Okay, hier, würde ich sagen, machen wir unser Bett hin. So.
Und du daneben. Oh, das ist natürlich gefährlich, ja. Wenn jetzt fallen wir runter, wenn wir... Wenn warte, wir warte, ich mach mal zumindest ein bisschen sicherer. So. Ah, okay. So, okay. Okay, und okay. Schlafen gehen! Nicht können ah, schlafen, du bist verwandelt. Dann müssen wir uns natürlich zurückmachen. Wäre lustig, wenn so eine Fledermaus dann schlafen würde. Ja. Okay, und? Oh, erstmal fällt ja, man natürlich durch, aber ist nicht schlimm. Ich bin in so einem... Hä? Wo bist du? Oh Gott. Oh, okay, es ist wieder Tag. Ah, wir haben es überlebt. Alter, das hat gerade so ausgesehen, als würde ich in die unendliche Tiefe fallen. Ja, ja, war bei mir genauso. Ja. Halt. Ey, du lagst auch hier. Ey, auf den beiden Kissen lagst du so. In die Richtung. Anstatt so, lagst du so. Oh mein so wie Gott. In Real Life, da liege ich auch immer auf. Da liegst auch immer auf zwei Kissen. Anstatt auf im normalen Bett. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir erkunden es noch weiter hier. Und ich muss auf jeden Fall, oder wir müssen jetzt beide das Kissensystem noch weitermachen. Auf jeden Fall. Das ist nämlich ein Muss. So. Ich mache erstmal hier den Boden, ja? Du kannst vielleicht mal ein bisschen mit den Kisten. Ja. Was ist los? Oh mein Gott! Der Mob? Was für ein Move! Oh shit! Alter Schwede, Junge. Was ist passiert? Ich bin runtergestürzt. Also ich habe gedacht, ich würde fliegen, dann bin ich gefallen. Dann hat mich in der Luft ein Skelett abgeschossen und dann habe ich es irgendwie noch überlebt. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, da hast du die schwarzen Balken nicht vergessen. Skelett hat mich fast runtergeschossen. Hä, die schwarzen Balken? Achso. Ja. Das war Hollywood-reif. Das war Hollywood-reif, muss man auf jeden Fall dazu sagen. Okay, dann mach du die Kisten noch weiter hier. Ich beauftrage dich damit. Und die Büchse der Pandora dürfen wir nicht vergessen am Ende der Folge. Die noch zu öffnen. Aber ich würde sagen, die machen wir dann auch ein bisschen weiter, machen wir die weg. Ja, ja, nicht, dass wir hier alles kaputt machen. Dann ja, das ist natürlich kritisch. Dann natürlich nicht so gut. Okay, also ich mache jetzt auch mal, wir holen jetzt mal Holz, damit wir den Boden weitermachen. Ah ja. Hier. Ja, ja, ich habe schon mal ein bisschen mit dem Boden hier weitergemacht. Da können wir auch noch so ein bisschen über ein Thema reden. Warte, dann mache ich mir eine Eisenaxt und hole mir da ein paar Sachen. So. So, babam. Willst du hier vielleicht weiterbauen? Ich kann so lange die Kisten sortieren. Oder andersrum. Mir egal. Ich hole jetzt Holz erstmal fett. Okay. Schwarzes Eichenholz habe ich hier sonst noch ein Stack. Also das, womit wir den Boden machen. Ach so, ja, dann geben wir mal das Holz. Okay, willst du hier den Boden machen? Ja, ich mache den Boden. Okay, I make the Boden. Oh, ich bin so dumm. Okay, so, ich mach die Kisten jetzt mal langsam leer. So. Okay, alles klar, Leute, wir sind bereit. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch mehr die Mods einbeziehen hier, weil es gibt halt den Food Plus Mod und der ist richtig, richtig lustig. Also richtig nice. Wir brauchen halt nur noch diesen Worktop. Ich weiß nicht, was das ist. Aber dieses Working Table halt hier. Ja, genau. Ja. Vom Food Plus Mod. Wie gesagt, wie auch schon am Anfang der Staffel gesagt, ihr könnt uns natürlich immer für die Mods. Wie gesagt, die meisten Mods haben wir natürlich reingepackt, weil wir die noch nicht kennen, weil wir die nicht kennenlernen wollen. Countertop heißt es. Ja. Und? Das ist es. Und da brauchen wir eine Werkbank. Ah, Knife brauchen wir. Hast du ein Eisen? Dann machen wir das mal ganz gediegen. Ja, Eisen haben wir natürlich. Ja. Ne, aber Herzen. Auch nicht so viel, muss man sagen. Warte mal. So, ich mache jetzt hier mal ein Knife. Genau, so. Dann brauche ich Steine und eine Werkbank. Wo sind Steine, please? Wo sind Steine? Wo sind Steine? Hallo? Sind auf der anderen Seite, hier, bei Steine. Hier. Ah, bei Steine. Wer hätte es bei gedacht? Steine. Bei Steine, ey, bei Steine drin, ey. Vom Farmer her sind die Steine drinnen. Gib mir mal eine Werkbank, please. Ja, eine Werkbank steht hier. Ich kann mal eine verkraften. So, du musst ja eine craften, okay. So, dann mache ich hier... Das Knife hin und die Steine. Die habe ich weggeworfen. So, ich mache mal eine Portal-Gun-Kiste, wo wir alle Portal-Guns und so reinpacken. Wir haben ja echt schon viele gehabt. Ich habe das Countertop. Ich habe Countertop. Oh, das ist nice. Okay, warte, stelle ich mal hier neben die andere Werkbank. Ah, jetzt kann ich das craften. Jetzt können wir uns den Juicer craften. Machen wir einen Orangensaft. Das ist geil. Oh, jetzt machen wir. Ich bin Meisterkoch. Wir machen uns jetzt. Wir müssen auf jeden Fall so richtige Meisterkoche-Köche werden in Minecraft Blockbuster, okay? Obwohl, wir können uns einen Grill machen. Wie geil ist Essen das? Ist eigentlich nicht so unser Problem. Ja, aber das ist cool, wenn man was Gutes craftet und es dann genießt. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich verstehe es nicht. Okay, warte, ich mache mir jetzt mal einen Juicer, mache ich mir. Einen Juicer. So. Da brauchen wir auf jeden Fall viel Eisen. So. Eisen erstmal. Das ist natürlich. Oh, der Crafting Table sieht auch richtig nice aus. Der sieht richtig nice aus. Ah, da ist es. Blades brauchen wir. Dann brauche ich einen Eimer. Ein Eimer, mal die Neues. Gib mir Eimer schnell her. Schnell, gib mir Eimer. Wir müssen uns Eisen craften. Wir hatten eigentlich Eimer. Irgendwie. Ah doch, wir haben 5 Eimer her. Hier. Ah, okay. Danke, mein Kumpel. Okay, so. Machen wir das so. Ein Juicer.
Okay. Alles klar, Leute. Wir sind bereit. So. Hä? Yeah. Achso, das müssen wir dann in der Working Table machen. So. Okay, Leute. Wir sind am Start hier. Den Juice habe ich. Oh, jawohl, nice. Okay, wir haben den Entsafter, so Leute. Wie geil ist das denn? Jetzt den Orangensaft, jetzt den Orangensaft und dann gönnen. Jetzt die Orangen gönnen. Wo sind die Orangen? Hier. Hier habt ihr Orangen. Jetzt kommt der große Moment. Oh, jetzt kommt. Ich kriege hier gleich einen Orangensaft raus. Oh, warte, ich Minecraft. Und da ist der Orangensaft. Jawohl. Willst du, hier kannst du auch einen rausnehmen. Sieht so aus wie eine Lucky Potion. Lucky Potion gönnen. Okay, warte. Alter, richtig. Den trinken halt. Wir zusammen in unserem Bett. Okay, komm, wir gehen in unser Bett und gönnen uns den. Ne, warte, wir gehen einfach hier, oder? Na gut, wir können auch frisch gepressten Orangensaft auf normalem Wege machen wir das diesmal. Warte, ja. Hier brauchen wir auch noch so einen Weg nach oben dann, so einen geilen. Aber der ist eigentlich schon okay. Der ist eigentlich schon okay, so muss man sagen. Okay, dann setzen wir uns so auf unser Bett und genießen das Frühstück. Den Orangensaft. Du hast gar kein Head, oder? Nee. Ich weiß aber nicht. Musst du mal einen coolen aufziehen. Ah, doch, ich kann's machen hier. Den hier? Oder warte, ich sehe noch nichts, du musst auch fertig dann drücken, ne? Sonst kommt er nicht. Ja, warte. Minoshroom, Mushroom. Warte, ich mach den lustigsten jetzt. Oh ja! Oh. Hallo, wie geht's euch? Okay, ich würde sagen, guck mal, los, wenn man sneakt. Wenn man sneakt, sehe ich nur die Bühne aus. Wenn ich nicht sneak, sehe ich wie ein Wither aus. Warte. Oh mein Gott, das ist widerlich. Okay, 3, 2, 1, trinken! Juice Time! Oh, nice, das fühlt sich gut an. Das und hat jetzt genießt, erstmal runterspringen. Mann. Oh mein Gott. Runterspringen, nein, ich will sterben! Oh, ein Herz. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, du überlebst. Und dann habe ich gedacht, ich springe auch mal runter, aber. Alter. Ich hatte aber nur 8 Herzen oder so. Oh mein Gott. Okay, der Juice. Wir haben noch 2 extra Juices hier drin. Alter, das läuft auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Der hat ordentlich gut geschmeckt. Hat gemundet. Ganz klassisch, also dieser Food Plasma. Und ich mag es halt irgendwie so, neue Rezepte auszuprobieren hier, so in Minecraft drinnen. Ja, oh Gott, oh Gott. Okay, aber in Real Life habe ich auch mal was gekocht. Und zwar so ein 3-Gänge-Menü. Da war ich irgendwie 14 Jahre alt oder so. Da habe ich so mehr Rezepte geholt und habe dann einfach irgendwas gekocht mit meinem kleinen Bruder. Ist ja auch nice, auf jeden Fall. Du musst auch auf jeden Fall mehr kochen, so. Muss man auf jeden Fall mal machen. Muss man auf jeden Fall sich gönnen. So, Leute. Also, Food Plasmod ist auf jeden Fall enorm stier. Muss man sagen. Wir sind einfach die überragende Meisterköche. Muss man auf jeden Fall sagen. Wir haben einfach einen Orangensaft gepresst. Ja, Orangensaft in Minecraft. Orangensaft in Minecraft Blockbuster. Oh, shit. Okay, Leute. Also, mit diesem... Alter, was man sich hier alles craften kann, gell? Schwebeschuhe können wir uns machen. Ehrlich? Magisch, Schwebeschuhe, guck mal hier. Das können wir uns locker machen. Das ist von Special Armors, oder? Ja, ja. Ey, wollen wir uns die machen noch jetzt schnell? Das wäre geil, ja. Dann brauchen wir einen Eimer, Federn. Gib mal Feder her, die haben wir locker, Federn. Von... Hühnchen. Ja. Hühnchenfedern? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe locker welche getötet. Ja, vielleicht sind die noch in der Kiste beim Boss-Mob. Beim Boss-Mob. Ach so, das kann auch sein. Oh, ich glaube schon. Weil da sind echt, ich glaube, das sind viele Sachen. Oh nein. Ja gut, dann machen wir das halt auf jeden Fall bei deiner Folge dann, würde ich sagen. Weil wir können da echt gute Sachen draus craften. Ja, wir müssen natürlich erstmal den Boss so besiegen. Das Rennhosen machen wir uns. Ah ne, Federn brauchen wir dafür. Ein Taucherhelm, Feuerharnisch, schwere Schuhe. Ja, wir können uns auf jeden Fall die Rüstung, die müssen wir machen. Jetpack können wir uns auch machen. Wollen wir uns ein Jetpack machen? Das müssen wir jetzt machen. Obwohl Jetpack, wir können ja sowieso fliegen. Aber ne? Jetpack ist cooler. Ja, das stimmt. Was braucht man denn dafür? Eisen und Schwarzpulver. Oh, das ja. Wieso nicht? Das wäre eigentlich eine nice Idee. Oder Springschuhe oder so. Alter, das wusste ich gar nicht, dass wir so geile Mods hier drin haben. Der Special Armus ist am Start. Die sind jetzt auch nicht so mega OP, aber die haben halt coole Eigenschaften, weißt du? Ja, das ist richtig. Ah, und was wir auch machen können, unser Haus geil zu gestalten, solche vom Mr. Crayfish Furniture Models craften. Wollen wir uns einen Fernseher craften? Oh, das wäre nice, ja. Das machen wir jetzt, komm, jetzt machen wir jetzt so als kleines Abschluss hier von der Folge.
Machen wir okay. Jetzt Mr. Crayfish Furniture. Wir machen uns einfach einen Fernseher in Minecraft. Fernseher in Minecraft gönnen. Dann können wir uns das nächste Mal den Orangensaft vor dem Fernseher gönnen, würde ich sagen. haben wir noch, hast du noch die Holzblöcke? Nein, habe ich nicht. Wo doch, habe ich. ja, hier. Okay, dann kann ich ein bisschen weiterbauen, so lange. Ah, ne, die anderen meine ich, die Schwarzeichenholzblätter. Ach so, das ist nur aber Blätter vor allem. Okay, nimm die mal. Nimm die mal auf dich, sag ich mal. Hast du doch Glas irgendwie, so ein bisschen? Ja, ich hab Glas. Hier, 60 Glas habe ich. Und roter Rotstein, sag ich mal. Rotstein? Ziegel, meinst du? Redstone einfach. Achso, nee, Redstone. Nee, hab ich dir vorhin gegeben eigentlich. Hab ich irgendwann mal weggeschmissen. Oh nein. Warum hast du das getan? Wir wollten in uns der Wüste. Wir wollten uns einen Fernseher craften. Oh, das wusste ich nicht, dass wir Redstone noch brauchen, weil sonst ist Redstone. Ja, aber nicht in Minecraft Blockbuster, da braucht man sowas immer. Da braucht man sowas einfach. Hätte ich das damals gewusst, Hätte ich das damals gewusst, das waren noch Zeiten damals. Okay, dann machen wir jetzt aber auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Stühle. Das muss jetzt auf jeden Fall sein, das ist doch... Wir testen auf jeden Fall jetzt schon die ersten Mods aus, seht ihr schon, Leute, das ist schon mal nice. Leute. Also ein paar Mods austesten, wir kennen uns ja nicht so gut aus, sag ich mal, mit den ganzen Mods. Ach so. Aber ich würde auch sagen, bald geht wieder so eine Adventure-Tour los. Jetzt haben wir schon langsam unser Haus so aufgebaut. Beziehungsweise es geht hier langsam los. Wir haben zumindest das Kistensystem gemacht. Das war mir ganz wichtig, weil wenn man das halt jetzt, wenn man das halt später erst macht, dann hat man halt komplettes Chaos. So. Ja, deswegen ist gut, dass wir es jetzt mal gemacht haben. So. Warte, ich versuche das mal hier. Ich habe irgendwas gerade eben gecraftet, aber egal. Okay, so, jetzt Wooden Chair. Wo wollen wir uns so Wooden Chairs hinbauen, wo irgendwie eine schöne Aussicht ist, dass wir uns hinsetzen können? Ich würde sagen, hier direkt, oder? Hier? Ja. Oder hier bei dem Weizen. Bei dem Weizen. Genau, bei dem Weizen. Oder? Da bauen wir uns so. Wir machen so ein richtig schönes Paradies hier, okay, Manni? Ja. Richtig nices. Und ihr Leute könnt dabei sein hier bei Minecraft Blockbuster. Oh, die Folge geht schon 22 Minuten lang oder so. 21. Wir bauen jetzt noch die Stühle hier hin. Hier oben hin. Hier oben. Komm mit, Manni. Bist du da? Ja, warte, ich bin noch hier fleißig am Sortieren, so, damit ich gleich fertig bin. Hier machen wir die Stühle hin, hier. Okay, so. Hä, ich sehe die Stühle nicht. Die haben keine Textur. Lol. Warte kurz. Oh nein. Hä, die haben keine Textur bei mir. Oh Gott, ich setz mich... Lol. Ich setz mich in der Luft. Die unsichtbaren Stühle. Hä, und ein Stuhl ist runtergefallen hier. Hä? Ein Stuhl ist runtergefallen. Ach, da unten liegt er. Der eine Stuhl... Hä, hast du auch keine Textur? Siehst du es auch nicht? Warte, wo bist du? Oben steht einer. Achso, warte. Hä, lol. Ich will aber, dass sie eine Textur haben. Oh nein. Warte. Doch, ich hab Textur, also ich sehe die. Achso, also einer steht hier. Warte, vielleicht liegt am Shader oder so. Nee. Ja, das könnte sein. Also ich sehe den. Ich sitz drauf. Warte, dann left dich mal kurz. Warte. Okay. So, also sonst würde ich sagen, wir gucken das in der nächsten Folge, oder? Ja, genau, dann machen wir das. Warte kurz. Hä, der Server ist voll. Hä, warum? Wie kann der Server voll sein? Bei mir bist du noch drauf. Warte, ich krieg dich kurz. Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, ich mache schon mal die Abmod hier. Also das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like da für weitere Minecraft-Blockbuster-Folgen. Ich sehe immer noch keine Textur. Ja gut, fix dich dann in den nächsten Tagen. Also wenn ihr mehr davon wollt, lasst auf jeden Fall einfach mal hier ein Like da. Morgen gibt's die Folge bei Mali. Also schaut auf jeden Fall morgen um 16 Uhr bei Mali vorbei. Dem Kameramann hier einfach mal. Und ich würde einfach sagen, das war's in diesem Video. Schaut auf jeden Fall auch in der Playlist vorbei, um alle Folgen mitzubekommen. Wir haben schon echt viele Folgen gemacht. Das wäre jetzt die 11. Folge. Genau, hat auf jeden Fall Spaß gemacht bis dato. Wir bauen noch richtig fleißig an unserem Haus. Und es wird auch noch richtig geiler. Natürlich sind wir jetzt so ein bisschen ruhiger. Wir experimentieren gerade so ein bisschen mit den Mods. Und bauen natürlich am Haus, weil wir darauf gerade Bock haben. Aber bald, würde ich sagen, geht die erste große Adventure-Tour los, oder? Genau, das wollen wir auf jeden Fall machen. Genau, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran hier bei Minecraft Blockbuster. Morgen um 16 Uhr geht die nächste Folge los. Diesmal waren wir ein bisschen der Meisterkoch. Nuni Bunny war am Start. Hat einen Orangenjuice einfach mal hier gemacht. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. In der nächsten Folge wird das Haus weiter gebaut, ein Dungeon wird gemacht und alles mögliche wird richtig nice. Und dann sehen wir uns in einem weiteren... Nein, ich habe den Badausbox geöffnet! Was? Oh nein! Es kommen Hunde raus. Oh Gott, aber vielleicht kommt noch was raus. Ist die schon... Ist die kaputt. Schon leer? Alter Schwede, Junge. Wir haben Hunde. Nee, die sind gestorben. Stell dir mal vor, es wäre alles kaputt gegangen. Alles, was wir hier aufgebaut haben. Das wäre natürlich super. Ist ja nicht lustig gewesen. Alter, ich habe außerdem aus der Box geöffnet, Leute. Okay, ja, Leute.
Was? Was sind die Hunde denn? Die sind runtergefallen. Oh nein. Da unten ist eine Leiche, hä? Bist du da runtergefallen? Oh, wie ich dich jetzt gerne so runterschubsen würde. So ungefähr. Oh Gott. Richtig. Hä, da unten ist eine Leiche, ist die von dir? Ja, ja, die ist von mir, weil okay. Wegen dem Creeper hier. Ach den so. Muss ich natürlich runterkicken, damit okay, die hier Leute, nicht so dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Und ciao, Leute! Yo! Wow! Wow! Ciao!